Heute mit einem ganz besonderen Gast. Heute wird es auch ein bisschen schweren Tobak geben, aber ich freue mich umso mehr, dass du da bist. Hubert Böse, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Ehemaliger Bürgermeister von Thema, muss man ja jetzt sagen, gell? Richtig. Seit einem Monat nicht mehr. Zum 31.12. habe ich das Amt aufgegeben. Alles klar. Davor warst du 40 Jahre Themaraner. Richtig. Und 30 Jahre in der Politik, in der Lokalpolitik. Also hättest du es auch noch mal als Ministerpräsident probiert, oder? Eher nicht, weil mir die Kommunalpolitik und die Nähe am Menschen mehr liegt als die große Politik. Es war mir auch mal angetragen worden zu einem Zeitpunkt, mich für den Landtag nominieren zu lassen von der damaligen, meiner Partei, der CDU noch. Aber das habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon abgelehnt. Wie würdest du die Themaraner beschreiben? Was ist denn das für ein Völkchen? Ja, sie sind aufgeschlossen, würde ich sagen. Sie sind, wenn ich mal nicht als gebürtiger Themerer sehe, wie ich dort hergekommen bin, auch nicht fremdenfeindlich. Ansonsten hätten sie mich nicht zum Bürgermeister gewählt im Jahre 2000. Und ich bin eigentlich sehr gut aufgenommen worden in Thema. Und es gab eine Hausgemeinschaft, wo ich damals eingezogen bin, als ich zum 1. Februar 1980 nach Thema gekommen bin, eine Hausgemeinschaft, die mich mit offenen Armen empfangen hat, und das hat mich auch ein Stück weit geprägt. Ich habe ja dann 10 Jahre als Energietechniker im Möbelwerk gearbeitet und bin dann 1990 in die Kommunalpolitik gerufen worden. Und dann wirst du aber konfrontiert mit so einem, ich sag's mal schon, bundesweit bedeutsamem Ereignis wie so einem riesengroßen Nazi-Konzert. Es ist eine Situation gewesen, die mich persönlich im Grunde genommen vollkommen überrascht hat. Denn mit so etwas hätte ich nicht gerechnet. Und offensichtlich haben auch diejenigen, die das seinerzeit von der Sicherheitslage zu beurteilen gehabt haben, das nicht so eingeschätzt. Dass es groß werden würde, das hatte sich im Vorfeld angedeutet, aber dass dann letztendlich tatsächlich über 6000 Neonazis aus Gesamteuropa angereist sind und Thema sozusagen vereinnahmt haben, das hat niemand vermuten können. Jetzt muss man auch mal, damit man das mal ungefähr versteht, das ist eine Wiese im Grunde am Ortseingang. Gell? So, da ist erstmal Klosterfestrat, dann ist 2 Kilometer nicht, dann kommt eine Tankstelle. Ja. Und direkt neben dieser Tankstelle wird dieses Gelände gehört einem Bürger aus Klosterfestrat. Nein, einem Bürger aus Krimmelshausen. Ah ja. Und der hat dieses Gelände für diese Versammlung zur Verfügung gestellt. Ja, ja, das Gericht hat ja gesagt, es ist eine Versammlung. Ne? Mhm. Rein faktisch wird da Musik gespielt und tausende Leute gucken zu. Deswegen nenne ich es jetzt mal scherzhaft Konzert. Mhm. Ich glaube, soweit dürfen wir uns aus dem Fenster lehnen. Aber diese Wiese ist Privatbesitz. Das ist Privateigentum. Das ist auch nicht verpachtet gewesen an einen Landwirt oder Ähnliches. Und es wurde dann eben für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Da kann man da als Gemeinde schon mal wenig tun eigentlich, ne? Eigentlich gar nichts. Aber beim ersten Mal war es im Grunde genommen so gewesen, da man ja wusste, dass dort auch im Vorfeld schon Eintrittsgelder kassiert worden sind, beziehungsweise man hat das ja als Aufwandsentschädigung deklariert oder dann als freiwillige Spende durchgehen lassen, hat man auch gewusst, um welche Größenordnungen man dort redet. Und letztlich sind ja hinter vorgehaltener Hand, nachdem diese erste Versammlung dort durchgeführt worden sind, Größenordnungen genannt worden, die sich in einem ja hohen sechsstelligen Bereich bewegt haben, gegangen worden sind. So, und es wird ja nicht nur dort diese Aufwandsentschädigung kassiert, ich sage jetzt Eintrittsgeld dazu, und dort werden ja auch bestimmte Umsatzgrößen noch erzielt. Also durch Bier verkauft, Getränke verkauft, T-Shirts verkauft und etc. Andere Dinge, die in der Szene gefragt sind, da setzt man natürlich eine Menge Geld um. Und der Landkreis war damals in seiner Begründung hinsichtlich des ablehnenden Bescheides für diese Versammlung darauf ausgewiesen, dass man sagte,
Gut, hier hat der kommerzielle Charakter dieser Veranstaltung eigentlich die Übermacht. Und letztlich ist es so, dass das nicht als eine Versammlung deklariert werden sollte, sondern es ist eine Veranstaltung. Wenn dann eine Veranstaltung durchgeführt wird, wenn dann eine Veranstaltung durchgeführt wird, hat der Versammlungsanmelder natürlich einen wesentlich höheren Aufwand, der ihm eigentlich für die Durchführung der Versammlung von staatlicher Seite aus kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Ich begreife, dass das irgendwie schwierig ist, da irgendwie ranzukommen. Aber die erste Frage für mich ist ja, was sagen denn die Leute in Thema dazu, die ganz normalen Menschen? Sagen die, och, ist mir eigentlich egal? Oder sagen die, sowas darf vor unserer Haustür nicht passieren? Oder sagen die, lasse doch? Na, das ist sehr differenziert zu sehen. Es gibt diejenigen, die das ablehnen und auch hinsichtlich des dort transportierenden Gedankengutes Klarstellung beziehen. Es gibt diejenigen, die meinen, lasst sie doch ganz einfach machen, die gehen auch wieder weg. Die sind jetzt einmal da und verschwinden dann auch wieder. Und es gibt diejenigen mit Sicherheit auch, die das Ganze ein Stück weit von der ideologischen Seite her unterstützen. Wie würdest du das gewichten? Was ist die größte Gruppe? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Viele, die ich da persönlich auch angesprochen habe, haben eben die Meinung vertreten, das wird jetzt stattfinden, verhindern kann man es nicht. Und wenn man es nicht verhindern kann, sollte man sich damit arrangieren. Und irgendwann ist der Zauber auch wieder vorbei. Aber dass er nicht vorbei ist und das auch wirklich jährlich wiederholt wird, das hat ja dann die nachfolgende Zeit nach 2017 gezeigt. Ich fand es damals beeindruckend. Es gab ja relativ zügig dann so ein Bündnis gegen diese Nazi-Konzerte in eurem Ort. Pfarrer allen voran, du warst auch dabei, viele öffentliche Einrichtungen haben da mitgemacht, Vereine etc. pp. Und dann habe ich halt auch mitgekriegt, weil die Taktzahl, in denen solche Konzerte stattfanden, ja dann auch gestiegen ist. Das war ja auch ein immenser Aufwand für euch, jedes Mal wieder irgendwie eine Gegendemo zu organisieren etc. pp. Fiel das leicht? Haben da alle mitgemacht oder seid ihr da selber auch auf Gegenwehr gestoßen? Auf Gegenwehr sind wir da nicht gestoßen. Was mich aber an dieser Situation im Grunde genommen erfreut hat, das war, dass es als, ich muss da mal ein Stück weit zurückgehen, ich bin leidenschaftlicher Rennsteigläufer auch, und als 2017 der Rennsteiglauf durchgeführt worden ist, hatten wir einen Fahrdienst organisiert, der uns von Schmiedefeld zurück nach Thema fährt. Und dort saß in dem Auto ein junger Mann drin und der fragte mich, sag mal Hubert, findet das tatsächlich statt und kann man denn das nicht verhindern? Und ich sagte, ja, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach so sein. Und wenn ich es heute betrachte und weiß, dass dieser junge Mann sich mit an die Spitze dieser, Gegenbewegung gestellt hat, dann muss ich sagen, er hat damals schon sich mit meiner Antwort im Grunde genommen nicht zufrieden geben können, vielleicht auch nicht zufrieden geben wollen, und hat dort mitgetan und mitgearbeitet, dass dieser Gegenprotest organisiert worden ist. Wir hatten ja an diesem 7. Juli war es gewesen, dort auch eine entsprechende Veranstaltung in der Stadt organisiert gehabt. Und die ist letztendlich von diesem Bündnis mitorganisiert worden, dass man dann an verschiedenen Stellen der Stadt die Eingänge besetzt hat, hat dort Veranstaltungen durchgeführt, um diesen Zustrom, der sich nach DEMA entwickelt hat, zu kanalisieren, was im Grunde genommen ja auch gelungen ist. Und die Zielstellung, man hat damals gesagt, wir stellen sicher, DEMA bleibt nazifrei, die ist an diesem Tag erreicht worden. Bis auf wenige Ausnahmen haben sich von diesen Leuten im Stadtgebiet selber keine aufgehalten. Das Stadtgebiet war eben von Themarern und den Veranstaltern dieser anderen Versammlungen okkupiert gewesen, wenn ich so sagen darf. Und man hat diese beiden Lager im Grunde genommen auch polizeiseitig getrennt. Wie ist das für dich in dir drin damals gewesen? Du bist jetzt dieser Bürgermeister, der plötzlich im Spiegel steht und Stern-Interview und bei RTL hoch und runter läuft und in jeder Nachrichtensendung, und plötzlich kennt dich halt Deutschland und du kannst nicht mal was dafür. Ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, geschämt für diese Situation, in der die Stadt, nicht ich persönlich, dann gekommen sind.
Und letztlich waren dann die Reaktionen, die von außen auf uns hereingebrochen sind, das, was letztendlich eher abschneidend auch gewesen sind. Ich habe nicht wenige E-Mails bekommen, die letztendlich zum Inhalt hatten, dass wir im Thema als braune Suppe bezeichnet worden sind, als rechtsoffene Idioten und dergleichen mehr. Mhm. Und wir immer wieder auch zu hören bekommen haben, wieso seid ihr nicht in der Lage, diese Dinge zu verhindern, obwohl ja gerichtlich festgestellt worden ist, das darf stattfinden. Und diese Scham, die dann über mich gekommen ist, hatte ja auch einen ganz anderen Grund noch. Im Jahre 2008 hat es anlässlich des 70. Jahrestags der Reichspogromnacht eine große Veranstaltung im Thema gegeben, wo diese uns unterstützende kanadische Professorin, die Frau Prof. Dr. Sharon Mean, im Thema war und über die jüdische Vergangenheit unserer Stadt berichtet hat. Mhm. Damit hat sich bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich niemand auseinandergesetzt. Und wir sind damals erstmals mit etwas konfrontiert worden, was wir in dieser Frage niemals für möglich gehalten hätten, dass es eben Leute gibt, die mittlerweile, früher mal in Thema lebend, als Familien, über die gesamte Welt verstreut sind und noch immer ein reges Interesse haben, Thema einmal kennenzulernen, weil dort ihre Vorfahren gelebt haben. Und die Überschrift dieser dann ist dann später auch nochmal eine Filmdokumentation daraus entstanden worden, war so gewählt worden, dass man die Liebe zur Heimat bei diesen Leuten nie hat auslöschen können. Und 2008 und auch in den nächstfolgenden Jahren waren immer wieder Nachfahren dieser jüdischen Bürger bei uns mit zu Gast gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Herzlichkeit, mit der die mir gegenübergetreten sind, ich als einer der Nachfahren der Täter, wenn man so will, die hat mich schon letztendlich beeindruckt. Und als dann im Jahre 2013 die ersten Stolpersteine verlegt worden sind und die Tochter des Initiators, der das eigentlich erst ins Rollen gebracht hat, aufgrund der Briefe, die er sich mit ehemaligen Schulfreunden das Thema geschrieben hatte, hier im Thema gewesen ist und auch mich zum Schluss dieser Begegnung in den Arm nahm und mir sagt, ich fange an, geheilt zu werden, das hat mich schon beeindruckt. Und diesen Leuten gegenüber habe ich eine riesengroße Scham empfunden. Ich habe dann über die Frau Professor Mean den Kontakt nochmal zu diesen Leuten gesucht und natürlich mit dem Wissen, die Welt ist durch das Internet sehr eng zusammengerückt, habe ich ihr dann, habe den Leuten dann vermitteln lassen, dass es nicht Thema ist und dass es auch nicht die Bevölkerung Themas ist, die jetzt diese Dinge organisiert und durchführt. Und, das ist halt von außen schwer, schwer einzuschätzen. Mhm. Wir kennen jetzt so ein bisschen die Örtlichkeiten dort und jetzt für alle, die das vielleicht nicht wissen, Thema ist ein kleiner Ort, 3000 Einwohner, weniger, ne? Etwas weniger etwas, als 3000. Knapp unter 3000 Einwohner. 2 Kilometer daneben ist Kloster Fesra und dort wohnt Tommy Frenk. Und Tommy Frenk ist ja schon die Größe in der Thüringer Neonazi-Szene, hat dort ein Gasthaus, Goldener Löwe heißt das. Und von dort aus organisiert er eben diese Open-Air-Veranstaltungen, diese umgangssprachlich Rechtsrock-Konzerte. Von dort aus verdient er aber auch sein Geld mit einem Internetvertrieb von, ich sag mal, Merchandise, also bedruckte T-Shirts. Sicherlich, wir haben Meinungsfreiheit, aber das, was da transportiert wird, das ist Fremdenhass, das ist Homophobie. Und jeder, der meint, von diesen Dingen dann nicht berührt zu sein, der kann sicherlich locker damit leben. Aber diejenigen, die dort angesprochen sind, ob das jetzt Ausländer sind, ob das möglicherweise Homosexuelle sind oder aber auch Leute, die nicht in das Glaubensbild dieser Gruppe passen, die müssen sich schon auch überlegen, ob denn das,
dann Meinungsfreiheit noch in dieser Art und Weise ist, die man tolerieren sollte. Denn das kann im Grunde genommen einmal brandgefährlich werden. Und da knüpfe ich mal an etwas an, was ich immer auch als Argument vorgetragen habe, dass man es eben nicht nur rein unter Meinungsfreiheit rangieren lassen sollte, dass es eben schon einmal eine Zeit in Deutschland gab, wo man ähnliche Verhältnisse hatte und diese dann letztendlich in der größten Katastrophe der Neuzeit geendet haben. Der Bierkrieg gegen die Neonazis ging ja damit los, dass ihr auf die Idee kam, denen einfach kein Bier mehr zu geben. Na gut, das waren die Sicherheitsbehörden, die gemeint haben, das ist eine Versammlungslage, wo man eben zu berücksichtigen hat, dass da möglicherweise aufgrund der räumlichen Nähe auch da etwas passiert, wenn dort Alkohol ausgeschenkt wird. Und man hat eben für beide Versammlungen dort untersagt, Alkohol auszuschenken. Das war ein trockener Abend. Diejenigen, die auf unserer Seite gestanden haben, sage ich mal, die hatten damit überhaupt kein Problem. Wasser und Limo und Saft, die schmecken auch recht lecker. Und außerdem war es ja eine Nachmittagsveranstaltung, da trinkt man eh bloß Kaffee. Und deswegen finde ich euren Mut, zusammen auf die Straße zu gehen, ja noch umso bewundernswerter. Gab es damals Situationen, wo du selber irgendwie ein bisschen Muffengang hattest, ein bisschen Angst? Ich sage ganz ehrlich, eigentlich nicht, zu keinem Zeitpunkt. Weil du nie alleine warst? Zum einen das und zum anderen war ich immer auch der Überzeugung, dass die Polizei, die war ja nun ständig hautnah dabei, die Lage stets unter Kontrolle gehabt hat. Also Thema Ente, machen wir jetzt einen Haken dran, reden wir nochmal über Thema. Über Thema, ne? Ja. Ihr habt ein Schützenhaus, dann muss es doch auch einen Schützenverein geben. Einen Schützenverein gibt es auch und der hat allerdings sein Domizil jetzt ein Stück weit außerhalb, auch aus sicherheitstechnischen Gründen. Also, möglicherweise gibt es einen richtigen Schießstand, wo dann auch trainiert wird. Und die Schützengilde-Thema, die gehört ebenso zum Vereinsspektrum der Stadt, wie viele, viele andere Vereine auch. Wir haben eine sehr, sehr starke Vereinsstruktur in Thema. Es gibt etwa 30 Vereine, von denen mindestens 20 sehr, sehr aktiv sind. Und man könnte sich das Kulturelle, das Sportliche und auch, wenn man es mal unter den Überbegriff gesellschaftliche Leben in Thema betrachtet, nicht vorstellen, wenn es nicht diese sehr engagierten Vereinstätigkeiten gäbe. Und einen Verein haben wir vorhin schon mal namentlich genannt, diese Singertaler Philharmonie ist ganz am Ende ein Jugendblasmusikverein. So, und davon gibt es viele. Es gibt aber, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, hier in der Gegend keinen, der so gut ist. Und die Arbeit, die da geleistet wird, ist, finde ich, beachtlich. Also man kann dort ein Instrument lernen und kann dann bis zur musikalischen Oberstufe auch in einem Orchester spielen. Ja. Wie habt ihr das hingekriegt? Es ist für mich im Grunde genommen mit die sinnvollste Freizeitbeschäftigung, denen Kinder und Jugendliche überhaupt nachgehen können. Sport natürlich auch. Aber hier lernen sie etwas, was sie für ihr späteres Leben auch gebrauchen können. Und es ist zumindest einer, der mir jetzt konkret einfällt. Es ist ein hochkarätiger Musiker geworden, der war auch bei den 20-Jährigen damals in Meiningen im Theater mit dabei gewesen. Ich weiß, wen du meinst mit der Posaune. Ja. Richtig, den Posaunisten. Ich weiß aber auch den Namen. Jan Henneberger heißt Jan Henneberger, genau. Stimmt, der verdient sein Geld mit Musik. Und der verdient sein Geld mit Musik. Genau. Und es ist nicht bloß die sinnvolle Freizeitgestaltung, die ermöglicht wird. Es ist eben auch das Lernen von Musikinstrumenten. Manche erlernen ja auch mehrere. Und diese Kinder und Jugendlichen, die machen uns letztendlich auf der Straße keinen Ärger, weil sie eben sinnvoll beschäftigt sind. Weil sie auch überhaupt keine Zeit haben, auf der Straße rumzuhängen, weil Herr Lotz gerne auch das Wochenende mal mit Proben verbringt. Ja. So ist es. Ja, also Freitagabend, 7:30 ist normale Probezeit bei denen. Und dann geht das mal bis 10. Und wenn ein Konzert ansteht, wird auch Samstag und Sonntag früh geprobt. Dafür gibt es dann aber auch großartige Konzerte. Mittlerweile bespielen die regelmäßig das Stadttheater in Hildburghausen. Inzwischen auch fast, kann man schon regelmäßig sagen, das CCS in Suhl. Und auch zum politischen Aschermittwoch sind sie wieder dabei. Und da muss ich jetzt mal sagen, als Veranstalter des politischen Aschermittwoch, ich freue mich, dass es so ein mega gutes Orchester hier in der Gegend
Jugends gibt. Da gucken, das weiß ich, auch alle anderen Orchester so ein bisschen neidisch dahin. A, weil es so viele sind, die da noch mitmachen. Und B, ist die musikalische Qualität schon beachtlich. Ja, und das war natürlich auch kein Selbstläufer gewesen. Und seinerzeit, ich war damals noch Mitglied des Kreistages gewesen, haben wir ja mit dem Jugendamt regelrechte Kämpfe ausfechten müssen, damit man diese Arbeit, die da geleistet wird, auch als Jugendarbeit in dem Sinne anerkennt. Vielfach hat man ja die Auffassung vertreten, Streetworker, da fängt die Jugendarbeit eigentlich erst an. Aber dass man präventiv auch was machen kann, und hier wird nach meinem Dafürhalten Jugendarbeit in Rheinkultur abgeliefert. Und da geht es auch mal um eine Mark 50, da geht es mal um eine bezahlte Stelle beispielsweise, vielleicht auch mal zwei. Da geht es aber auch darum, Instrumente, Räume, Betriebskosten etc. vorzuhalten. Und wenn man, was kostet ein Saxophon? Na, um 2000 Euro schätze ich mal schon. Davon braucht man aber 10. Ne? Das ist schon. Es gibt natürlich viele, die damit in die Speichen gegriffen haben. Und die Unterstützer, die es im Landkreis und auch darüber hinaus gibt, die das Orchester letztendlich dort sponsern, die sind schon auch sehr, sehr rege. Und die wissen mit Sicherheit auch, warum sie das tun. Und ich hatte von den anderen Vereinen noch gesprochen. Es gibt zum Beispiel zwei Sportvereine noch im Thema. Es gibt den Kirmesverein, es gibt den Faschingsverein. Die sind jetzt wieder auch gerade in ihrer Hochphase. Ja, ich meine, wie wird im Thema Fasching gefeiert? Ja, es werden Büttenabende durchgeführt. Es gibt einen Schützenhaus. Im Schützenhaus. Es gibt einen Umzug. Man nimmt sich auch Zeit, die Rentner, die jetzt nicht mehr so mobil sind, mit den entsprechenden faschingsseitigen Umtrieben zu beglücken. Was heißt das? Wird die Polonaise langsamer gespielt oder was? Es wird dort eine wirkliche Veranstaltung für die Rentner. Das nennt sich Rentnerbütt, das sind die Büttenabende, und da gibt es noch eine Rentnerbütt, die durchgeführt wird. Die macht man eben nur für diese älteren Leute. Okay. Und man kümmert sich im Thema umeinander. Und dann gibt es auch einen Jugendclub bis Ende letzten Jahres. Dann hat natürlich die Mitarbeiterin auch aufgrund des Alters aufhören müssen. Haben wir den Jugendclub als Stadt betrieben, auch mit Unterstützung des Landkreises und der Gelder, die es über die Jugendbauschale gegeben hat. Ab diesem Jahr wird das von der Diakonie wahrgenommen, weil die offene Jugendarbeit für den Landkreis letztendlich sicherstellen. Mhm. Und ich hoffe, dass das, was wir im Thema aufgebaut haben, über die vielen Jahre, Jahrzehnte kann man ja sagen, das sind ja auch 20 Jahre, die der Jugendclub geführt worden ist, dass das auch weitergeführt wird. Und ich glaube, wir gucken jetzt auch mit ein bisschen anderen Augen auf Thema. Ich hoffe, mit wohlwollenderen, weil mir ist letztens wirklich was passiert. Neujahrskonzert der Singertaler Philharmonie im Theater Hildburghausen. Und mich quatscht in der Pause eine Frau an und sagt, Mensch, du sagst immer so schön Singertaler Philharmonie, du sagst immer so schön Andreas Lotz. Jetzt sag doch halt einmal auch im CCS dazu, dass die aus Thema sind, weil wir sind ja ein bisschen mehr als diese Nazi-Konzerte. Und das habe ich mir fest vorgenommen. Jetzt, ich bin gerne in Thema, muss ich sagen.